Es gibt so ein Grundgesetz für alles Lebendige. Alles, was lebendig ist, will sich entfalten und dieser Entfaltungsprozess ist ein sich selbst organisierender Prozess. Wenn ein lebendes System, das kann jetzt eine einzelne Zelle sein oder ein ganzer Organismus und auch eine ganze Gesellschaft, wenn die zu viel Energie verbrauchen, um ihre Funktion und ihre Struktur aufrechtzuerhalten, dann ist das, ahnt man schon, ungünstig. Also man könnte auch sagen, Selbstorganisation ist der Versuch eines lebenden Systems, die Beziehungen seiner Konstituenten so zu ordnen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und das ist immer dann der Fall, wenn alles sozusagen gut zueinander passt. Was uns krank macht, ist der Umstand, dass wir mit dem, was das Leben uns an Herausforderungen bietet, nicht zurechtkommen. Ja, ich freue mich heute mit Dr. Gerald Hüther, dem Gehirnforscher und Experten, Sachbuchautor, und ich habe unglaublich viel Inspiration immer wieder erhalten und freue mich heute sehr auf unser persönliches Gespräch. Und meine erste Frage an Sie ist: Warum werden wir Menschen krank? Was gibt es da für Ursachen, die Sie, es gibt natürlich viele Ursachen, die Sie besonders wichtig finden? Einen wunderschönen guten Tag und freue mich, dass wir ein bisschen über diese Themen miteinander reden können. Vielleicht müssen wir zunächst sagen, es gibt Probleme, körperliche Probleme, das sind keine Krankheiten. Also ein Behinderter ist ja nicht krank, also auch wenn wir den behindert nennen. Und das, was wir Krankheiten nennen, gilt ja eigentlich nur für das, was wir uns im Laufe des Lebens zuziehen. Und da gibt es natürlich von außen immer Einflüsse, die die Integrität unserer körperlichen Regulation in Frage stellen. Und es gibt aber auch ein inneres System der Abwehr solcher Außeneinflüsse. Und das ist auch geeignet, Prozesse, die in unserem Inneren durcheinander gekommen sind, wieder auszugleichen. Und das Ganze nennt man dann die Selbstheilungskräfte des Menschen. Und normalerweise können uns diese Selbstheilungskräfte immer gesund erhalten. Und dann gibt es aber auch Situationen, in die Menschen geraten können, entweder weil die äußeren Bedingungen zu schlecht sind und uns zu sehr im Inneren das innere System stören, sodass es die Selbstheilungskräfte übersteigt, oder aber es können auch innere Störungen auftreten, die ebenfalls dazu führen, dass der Körper es aus sich selbst heraus nicht schafft. Und dann werden wir krank. Krank ist also die Antwort des Körpers auf die unzureichende Fähigkeit, gesund zu bleiben. So, und da ahnt man schon, dass das dann auf einmal einen vollkommen neuen Blick auf auch eine Hilfestellung wirft, die man anderen Menschen zur Verfügung stellen möchte, dass sie aus problematischen Zuständen wieder herausfinden. Da kann man entweder versuchen, die Störfaktoren abzustellen, das ist das, was im Augenblick versucht wird, oder die inneren Diskrepanzen, die aufgetreten sind, zu reparieren. Das ist auch das, was im klassischen medizinischen Bereich versucht wird. Aber man kann auch versuchen, die Selbstheilungskräfte zu stärken. Und das ist dann das, was im Augenblick von der klassischen Medizin noch nicht so richtig in den Blick genommen wird. Ja, Sie reden ja auch öfters von im Einklang zu sein, also das Wort Kohärenz, das habe ich eigentlich zum ersten Mal bei Ihnen gelesen, mittlerweile beschäftige ich mich, mache auch eine Ausbildung bei HeartMath-Institut über Kohärenz und forsche selbst auch viel mit Messungen. Jetzt heute verwenden das sehr viele Menschen und reden auch darüber, im Einklang mit sich selbst zu sein. Und wie verstehen Sie dieses Wort, im Einklang mit sich selbst oder kohärent zu sein? Was verstehen Sie? Ich bin ja Naturwissenschaftler. Ich versuche immer, solche unklaren Begrifflichkeiten so zu definieren, dass sie auch irgendwie fassbar werden, dass man sich da was drunter vorstellen kann und nicht jeder darunter das verstehen kann, was er nun gerne möchte. Ja. Und in unserem, also es gibt so ein Grundgesetz für alles Lebendige. Also das organisiert sich ja alles selbst. Alles, was lebendig ist, will sich entfalten und dieser Entfaltungsprozess ist ein sich selbst organisierender Prozess. Da gibt es dann natürlich gewisse Voraussetzungen,
die dann ein bisschen bestimmen, also in welche Richtungen diese Selbstorganisation gehen kann. Das kann man dann auch genetisch festmachen, dass es da bestimmte Möglichkeiten bei manchen gibt und bei anderen nicht. Also ich kann keine Fledermaus werden und da habe ich andere Voraussetzungen dazu. Aber im Grunde genommen geht es um die Entfaltung dieser angelegten Möglichkeiten und das erfolgt in einem sich selbst organisierenden Prozess und der folgt immer einem Prinzip. Und das wundert mich sehr, dass das von den Naturwissenschaften bisher nicht in hinreichender Weise herausgearbeitet worden ist. Es geht nämlich immer bei allem, was selbst organisierende lebende Systeme tun, darum, Energie zu sparen. Und das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun, weil sich ja Leben dadurch auszeichnet, dass es entgegen dem universellen Gesetz der Energiedissipation es schafft, als Struktur zusammenzubleiben und sich selbst auch noch zu reproduzieren. So, und wenn ein lebendes System, das kann jetzt eine einzelne Zelle sein oder ein ganzer Organismus und auch eine ganze Gesellschaft, wenn die zu viel Energie verbrauchen, um ihre Funktion und ihre Struktur aufrechtzuerhalten, dann ist das, ahnt man schon, ungünstig, weil sie dann von der Energiezufuhr abhängig werden und wenn die dann mal nicht mehr gewährleistet ist, dann geht es dann dem lebenden System wie unserer westlichen Welt im Moment, dann kommt es zu großen Krisenerscheinungen, dann und wenn man die dann nicht durch Reduktion des Energieverbrauches eindämmen kann, dann fliegt einem das System um die Ohren. So. Und der Zustand, in dem die wenigste Energie verbraucht wird und den alle lebenden Systeme anstreben, ist der, wo gewissermaßen alles passt. Also man könnte auch sagen, Selbstorganisation ist der Versuch eines lebenden Systems, die Beziehungen seiner Konstituenten so zu ordnen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und das ist immer dann der Fall, wenn alles sozusagen gut zueinander passt. Also wenn beim Menschen beispielsweise, und das findet ja im Hirn dann genauso statt, wenn also im Hirn die rechte Hälfte mit der linken gut verbunden ist und das vordere mit dem hinteren und wenn dann auch noch das Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit bilden und wenn ich mich dann auch noch als soziales Wesen mit anderen Menschen im Einklang weiß und auch noch eingebunden bin in die Natur und möglicherweise auch noch in den Kosmos, dann könnte so ein Zustand eintreten, wo ich das Gefühl habe, jetzt passt alles. Den Zustand streben wir auch alle an, bewusst oder unbewusst. Wir haben da sogar Namen dafür, das heißt ein Himmelreich oder Paradies oder Nirvana oder wie immer Sie das nennen wollen. Aber das, was die wahre naturwissenschaftliche, sozusagen was das Ganze ein bisschen unangenehm macht und der Wermutstropfen dabei ist, ist, dass es eben nie passt. Das ist das Kennzeichen des Lebens, dass es immer störbar ist. Es muss ja offen sein, damit was reingehen kann. Und diese Offenheit macht es zwangsläufig erforderlich, dass immer wieder auch was passiert, was diese einmal erreichte Kohärenz stört. Mhm. Und gerade wenn wir gestorben sind, dann ist das vorbei. Aber vorher ist immer irgendwas, was stört. Und man könnte auch sagen, das Leben besteht darin, immer wieder neue Lösungen zu finden, um solche auftretenden Inkohärenzen, wo es wieder schon wieder nicht mehr passt, wieder passend zu machen. Und da ist der Begriff Kohärenz eben gut, weil er nicht einen Zustand kennzeichnet, sondern etwas, was immer neu eingestellt werden will. Und das ist ja dann eher so eine Art Weg. Also ich muss im Laufe meines Lebens lernen, immer wieder auftretende Inkohärenzen in kohärente Zustände zu verwandeln. Und wenn ich das dann geschafft habe, wenn ich also ganz viele unterschiedliche Probleme erfolgreich gemeistert habe und dann immer wieder inkohärente Zustände in kohärente überführt habe, dann bildet sich so eine Überzeugung in mir heraus, dass ich jetzt ein Mensch geworden bin, der etwas besitzt. Das nennt man Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl. Wow, das. Da merkt man schon, wenn man so einen Begriff nehmen muss, dann klemmt es noch. Dann sind wir ganz in der vordersten Front von gegenwärtigen Erkenntnisprozessen, weil wenn es schon irgendwie sich eingebürgert hätte, dann hätten wir dafür einen anderen Namen.
Es ist was anderes als Selbstwirksamkeit, weil selbstwirksam kann auch einer sein, der sich mit seiner Selbstwirksamkeit krank macht und der dauernd neue Inkohärenzen erzeugt, sondern es ist eben eine Art von Selbstwirksamkeit, die dazu führt, dass man gesund bleibt. Und das ist großartig. Und wenn wir jetzt uns nochmal anschauen, wie das mit den Selbstheilungskräften aussieht, wir kommen ja mit einem Hirn zur Welt, was schon vorgeburtlich ausgezeichnet gelernt hat, die in unserem Körper ablaufenden Prozesse zu lenken und zu steuern. Das heißt, inzwischen wissen wir sogar, dass das Hirn sich anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster selbst organisiert, immer unter dem Gesichtspunkt möglichst wenig Energie verbrauchen, alles da oben so verknüpfen, dass es effektiv beantwortet werden kann. Und deshalb haben wir zum Zeitpunkt unserer Geburt ein Hirn, das in sich selbst hinreichend gute Mechanismen ausgebildet hat, um die im Körper ablaufenden Prozesse zu steuern. Und wenn sie aus dem Lot geraten, ist dieses Hirn auch in der Lage, diese Schieflagen wieder zu beseitigen. So, und da gibt es dann auch diese drei großen, ich nenne das immer integrativen Regelsysteme, die da eine große Rolle spielen. Das ist das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem, das endokrine System und das, nennen wir es mal, periphere Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus. So, und die sind in der Lage, alles, was im Körper passiert, irgendwie zu korrigieren und auf eine Spur zu bringen, wo es wieder besser passt. Und die werden aber alle von oben reguliert. Also da oben im Hirnstamm und im Thalamus, im Hypothalamus, in den tieferen Bereichen des Hirns liegen dann Netzwerke, die darüber bestimmen, ob diese körperlichen Regelprozesse auch wirklich gut aufeinander abgestimmt sind und gut zusammenspielen. Und jetzt ahnen Sie es schon, wenn man zu viel Durcheinander in der Birne hat, ganz oben, weil man wie immer Vorstellungen hat, die man verfolgt, und dann ist es wieder nicht so, wie man das will, und dann hat man auch gewisse Erfahrungen, die man eigentlich nicht haben will, und es ist nicht so, wie es sein soll, dann kommt hier oben ziemlich viel durcheinander. Und das kann sich, wenn man dann keine Lösung findet, auch sehr weit ausbreiten in die tieferen Bereiche, diese Unruhe, diese Inkohärenz. Und die erreicht dann auch die Bereiche, die für diese Selbstregulation oder diese Selbstheilung zuständig sind im Körper. Und wenn die durcheinander kommen, dann ist auf einmal das endokrine System durcheinander, dann ist das Immunsystem durcheinander, dann ist das periphere Nervensystem durcheinander und das Herz-Kreislauf-System, das kardiovaskuläre System auch noch. Und dann können Sie einfach darauf warten, wann Ihnen an irgendeiner Stelle sozusagen die Kette reißt und Sie dann mit einer manifesten Erkrankung auf der Nase liegen. So das einfach ist das dann auf einmal zu erklären. Ich finde das irgendwie bezaubernd. Man muss da jetzt nicht mehr lange rummachen, sondern kann sagen, okay, was uns krank macht, ist der Umstand, dass wir mit dem, was das Leben uns an Herausforderungen bietet, nicht zurechtkommen. Herzlichen Dank, Dr. Gerald Hüthe, für Ihre Zeit. Sehr gern, und Ihnen und allen, die uns hier zugeschaut und zugehört haben, alles Gute.